Michael, woran lag es, dass wir heute das Heimspiel verloren haben? Ja, ich glaube, das Hauptproblem ist eigentlich unser Start, dass wir dann noch nicht so wach sind. Und am Ergebnis kann man auch erkennen, dass wir quasi bis zum Ende dem Rückstand halt hinterhergelaufen sind. Und wenn wir von Anfang an halt direkt da sind, dann ist es auch für das darauffolgende Spiel halt leichter, dann auch in Führung zu gehen und halt dann auch mitzuhalten. Raffi, die zweite Niederlage in Folge, woran hat es heute gelegen? Ich könnte es mir einfach machen und sagen, im ersten Viertel. 23:8 gegen ein Team wie Hagen zu Hause. Das ist einfach indiskutable Leistung. Und dem laufen wir die ganze Zeit hinterher. Wenn man die anderen drei Viertel sieht, sind sie ausgeglichen. Ich bin relativ sicher, dass wenn wir ein vernünftiges erstes Viertel spielen, wir zumindest ein sehr enges Spiel hätten haben können, wenn nicht sogar gewinnen. Es ist ja gegen Münster eh nicht gelaufen. Woran liegt es, dass wir es einfach nicht abstellen können? Ich habe momentan keine Erklärung. Das ist nicht nur gegen Münster, das ist gegen jede Mannschaft bisher gewesen. Die einigen waren einfach nicht gut genug, sodass wir das nachher aufholen konnten. Aber gut gespielt haben wir bis jetzt, glaube ich, in Dorsten das erste Spiel, einigermaßen das erste Viertel und die anderen nicht. Woran das liegt, ich werde es mir anschauen. Aber jetzt dir eine Lösung geben, habe ich keine. Costa, herzlichen Glückwunsch zum Sieg hier auf Schalke. Was habt ihr heute besser gemacht? Danke für die Glückwünsche. Ich denke, wir sind viel besser ins Spiel rausgekommen. Also es war wichtig, dass wir so einen guten Start hier erwischen und zwischenzeitlich eben eine Führung haben, die bis auf 24 Punkte hochgeht. Ich denke, wir haben intensiv gespielt. Wir hatten einen ganz guten Plan in der Verteidigung, der funktioniert hat. Der ist immer nur dann gut, wenn er funktioniert. Wir haben uns vorgenommen, die Center im 1 gegen 1 zu spielen und versuchen, die Schützen aus dem Spiel zu nehmen. Das hat mehr oder weniger ganz gut funktioniert. Und ja, vielleicht sind da zwei, drei Dinge, die wir besser gemacht haben. Rishi hat uns heute an allen Ecken und Enden gefehlt. War das mit ein Grund, warum das Spiel heute verloren gegangen ist? Ich denke, dass die ganze Situation, in der wir uns befinden, mit ein Grund ist. Ich möchte jetzt nicht unbedingt irgendwelche Entschuldigungen aussuchen, das ist nicht mein Stil. Aber schau dir das Training an der letzten zwei Wochen. Wir haben mit Ray Penn unseren ersten Aufbau verloren. Wir haben Rishi unseren Topscorer verloren. Wir haben mit Nasko und Lenny zwei Langverletzte, die sechs Wochen nicht vernünftig trainieren konnten. Wir haben Nino nicht im Training gehabt. Wir haben zwei Leute, die noch zusätzlich erkältet sind. So sieht unser Training aus. Und insofern finde ich, dass wir eigentlich noch mit einem blauen Auge hier letztendlich davon gekommen sind. Die letzten drei Viertel hat die Mannschaft gekämpft, die hat gut gespielt. Wir haben eine katastrophale Wurfquote und trotzdem haben wir gerade mal mit 13 oder 14 Punkte verloren. Ich bin trotzdem traurig. Man merkt ja an, dass du ziemlich enttäuscht bist. Wie schüttelt man jetzt die zwei Niederlagen aus den Knochen? Ja, also ich werde noch eine Nacht quasi drüber denken, über das Spiel. Aber quasi am Montag das Spiel abschließen, um quasi sich direkt aufs andere zu konzentrieren und einfach halt im Training wieder noch mehr Gas geben als sonst, noch mehr geben und dann halt wieder einen Sieg einfahren. Man merkt allen die Enttäuschung an. Wie kann man die zwei bitteren Niederlagen jetzt irgendwie aus den Knochen schütteln? Ja, man muss einfach gesund werden, aber wir werden noch lange ohne Rishi spielen. Also ich tippe noch mal 3-4 Wochen. Und wenn die anderen ähnlich schlecht spielen wie heute, wie zum Beispiel Patrick Carney, hat einen grausamen Tag gehabt, sowas passiert. Und das können wir einfach nicht mehr kompensieren. So viele gute Basketballspieler hat kein Team, dass man eben einfach mal 4-5 gute Spieler ersetzen kann.